Und wenn du neu hier bist, kannst du den Abonat abonnieren. Mach das doch mal. Und Glück auch auf die kleine Drocke. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule-YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und hier dreht sich alles um Nähen und DIY. Heute gibt es das vierte Video im Hashtag DIY-Eule-Baby-Buch-Marathon. Heute geht es um das Projekt Kasimir Kapuzentier. Ich finde den Namen so großartig. Wieder ein Goldstück aus der Community. Es ist ein Baby-Handtuch, ein Baby-Badetuch und es ist so niedlich. Wir nutzen es super, super gerne. Das erste Mal baden mit Baby ist was ganz Besonderes. Bei uns war das Ganze in einer Baby-Badewanne auf dem Esstisch und danach den kleinen Knirps dann in sein Handtuch einzuwickeln. Ach, das ist schon was Besonderes. Es macht immer noch Spaß. Ich bade immer noch wahnsinnig gerne mit ihm. Dann so ein Kasimir-Kapuzentier zu haben, ist natürlich was Cooles, weil er hat nämlich gleich so eine integrierte Haube. Ich dachte am Anfang, ja, gut, das ist ganz nett, aber es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Gerade wenn euer Baby so viele Haare hat wie meins, dann sind die Haare nämlich gleich im Handtuchwulst mit drin und man kann das so ein bisschen trocken wuseln, weil Föhn ist nicht so ganz seins. Und ich lasse ihn auch ganz oft auf dem Balkon in seinem Mini-Pool baden und danach werfe ich ihm das einfach nur über. Und wenn er so rumkriecht, dann hat er das quasi als Mütze auf und hat hinter sich so das Handtuch und hat gleich einen Sonnenschutz, wenn er dann doch mal hier oder da einen Sonnenstrahl abkriegt. Auf jeden Fall wird dieses Handtuch wahrscheinlich noch ein langer Begleiter sein und ich bin sehr froh, dass ich es genäht habe. Ich finde das ultra niedlich. Und das Schnittmuster findet ihr natürlich wie immer im Hashtag DIY-Eule-Babybuch. Ihr könnt eure Fantasie hier natürlich auch freien Lauf lassen und lustige Ohren, Elefantenohren, Mäuseohren und andere Gesichter kreieren. Das Handtuch ist am Ende 75 x 75 cm groß. Auch hier könntet ihr rein theoretisch natürlich variieren. So, und jetzt viel Spaß mit der Anleitung. Für Kasimir Kapuzentier braucht ihr 80 cm Frottestoff, der mindestens 120 cm breit ist, 3,5 m Schrägband, Stickgarn in dunkelgrau und eine Sticknadel. Ihr müsst natürlich keinen neuen Frotte kaufen, ihr könnt auch einfach ein altes, großes Handtuch recyceln, upcyclen. Das ist natürlich auch immer eine Variante. Den Zuschnitt und die Schnittteile findet ihr wie immer im Hashtag DIY-Eule-Babybuch und alle Schnittteile beinhalten bereits 1 cm Nahtzugabe. Schnappt euch zuerst eine Ecke des Hauptteils. Knipst an beiden Kanten 31 cm von der Ecke entfernt eine Markierung in die Seiten. Legt dann die Rundung vom Schnittteil B auf alle vier Ecken des Hauptteils auf und schneidet die Rundung nach. Näht anschließend das Schrägband an. Hier wird zunächst einmal die lange gerade Kante von Schnittteil A mit Schrägband eingefasst. Ihr könnt das Schrägband entweder ausklappen und erst die eine Seite und anschließend die andere Seite annähen, beide Seiten gleichzeitig, zum Beispiel mit einem Zickzackstich annähen oder einen Schrägbandfuß nutzen. Dann wird beim Hauptteil von Knips bis Knips über die lange Kante ringsherum ebenfalls die Kante mit Schrägband eingefasst. Nur die eine Ecke zwischen den Knipsen im Hauptteil wird also ausgelassen. Klappt hier Anfang und Ende des Schrägbands jeweils 1 cm nach innen um. Stickt jetzt das Gesichtchen auf dem Kopfteil nach. Ihr könnt euch hier am Gesicht im Buch orientieren oder ihr lasst eurer Fantasie einfach freien Lauf. Legt nun jeweils zwei Ohrenteile rechts auf rechts aufeinander und näht um die Rundung herum. Die untere gerade Kante bleibt noch offen. Schneidet die Nahtzugabe mehrfach ringsherum ein und wendet die beiden Ohren. Steckt die beiden Ohren am Rand des Kopfteils etwas über der Höhe der Augen an. Steckt dann das Kopfteil rechts auf das Hauptteil an die Ecke ohne Schrägband an. Näht es ringsherum an. Wendet das Kopfteil auf rechts und steppt es nochmal knackkantig von der rechten Stoffseite aus ab. Ihr könnt dabei knapp hinter der Nahtzugabe steppen, um nicht so viele Lagen mit der Nähmaschine gleichzeitig fassen zu müssen. Und das war's auch schon. Ihr seid fertig.
So und so oder so ähnlich sieht dann euer Kasimir-Kapuzentier aus, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir einen Daumen nach oben da und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, in welcher Farbe oder in welcher Tierform ihr euer Kapuzentier genäht habt. Wenn ihr das Ganze nachnäht, postet es unbedingt auf Instagram mit dem Hashtag DIYEULEBABYBUCH und Kasimir-Kapuzentier. Dann sehen wir uns morgen hier wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle, im Hashtag DIYEULEBABYBUCHMARATHON. Und bis dahin eine schöne, kreative Zeit. Bleibt gesund und viel Spaß beim Nähen. Tschüss! Wir sehen uns dann nächsten Dienstag hier wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin. Tschüss!